Ja, im anderen Video gab es den Rückruf, die Königsdisziplin. Leider klappt der bei manchen nicht, weil sie so ein paar kleine Fehler einbauen. Die sage ich euch heute. Moin, moin. Ja, Wetter ist heute nicht so schön, aber wir machen ein Video und zwar über den Rückruf bzw. über die Fehler beim Rückruf. Die Königsdisziplin schlechthin. Ich habe euch da oben das Video, guckt mal rein. Der Rückruf ist so schwer, ist er nicht. Man muss ihn nur vernünftig aufbauen. Und ganz viele machen da so ein paar kleine Fehler und deswegen funktioniert der nicht so hundertprozentig oder 99,9, wie ich sage. So einen kleinen Fehler kann man immer haben. Ja, warum geht das manchmal nicht? Warum funktioniert der oft nicht? Ja, der Rückruf wird meistens probiert oder vorausgesetzt. Beim Sitz wird immer ganz viel geübt und oh, Sitz und Sitz. Und der Rückruf dann auf Distanz und man ruft den Hund ran, ohne dass der weiß, um was es eigentlich geht. Also die meisten fangen auf großer Distanz an. Nee, also bei kurz zu Hause, 2 Meter, 1 Meter, da fängt der Rückruf an. Man kann auch, wenn es draußen ist, wenn die zu viel Freiheiten haben, wenn sie überall rumrennen, da brauche ich den Rückruf nicht probieren. Ich fange an nur, wenn der wirklich 100% funktioniert, dass ich ihn zurückrufe. Der Hund darf natürlich Freiheiten haben, er darf auf Laufen, Springen machen und tun, aber dann mache ich eine Schleppleine dran, sodass ich den Rückruf auch mal korrigieren kann, wenn er nicht funktioniert. Ich zuppel mal ein bisschen, guck mal, ich rufe dich gerade und dann klappt der meistens auch. Wenn die Freiheit da ist und er entscheiden kann, ich will nicht, dann wird es halt schwieriger. Ein anderes großes Thema ist, dann ist meistens der Spaß vorbei. Ja, der Rückruf, wofür wird er angewandt? Um ihn aus irgendeiner Gruppe rauszurufen, wenn sie gerade spielen, oder man geht vom Hundeplatz weg, oder man geht vom Strand weg, vom Wasser weg, oder. Ne? Der Spaß ist vorbei, Leine dran, tschüss. Ja, wenn der Hund das erstmal spitz kriegt, dann kann es schon mal sein, dass er sagt, nee, ich komme lieber nicht oder ich komme erst später. Das dritte Thema ist eigentlich, wenn man den Rückruf, ja, wie wenn man so, der Spaß ist vorbei, ne, wie ich eben gerade sagte. Und dann wird man wütend, wenn der Hund nicht kommt und man hat eine andere Stimmung. So, kommst du jetzt hierher und zeigt schon Körpersprache, ich gehe nach vorne, komm jetzt hierher, komm ran. Ja, dann wird der Hund nicht kommen. Dann sieht er ja, die Stimmung ist schlecht, dann passiert da nichts. Das kann durchaus sein, dass der Hund schon mit Beschwichtigungssignalen arbeitet, schon so züngelt oder sich runterbeugt und man denkt immer, ah, der kommt ja doch nicht und wird dann noch wütender und zeigt körpersprachlich, komm, hau ab, ich stehe so da und verbal sage ich, na komm mal hierher, komm mal hier. Hunde sind nicht blöd, die kriegen das mit. Das nächste Thema, ja, ich baue das falsch auf, ich habe ein falsches Timing. Das sehe ich ganz, ganz oft. Der Hund wird dran gerufen, oh, komm hierher und so und Sitz. Und dann wird das Sitz belohnt, aber nicht der Rückruf. Der Rückruf muss belohnt werden, der Rückruf ist wichtig. Das Sitz, das kommt von ganz alleine. Aber ich sehe es so oft, denn die Leute freuen sich immer, oh, mein Hund kommt und komm hierher, komm, Sitz. So. Und der Rückruf wird nicht belohnt, nur sondern das Sitz oder das Platz oder was auch immer man da gerade noch als Kommando gibt. Nee, erstmal Rückruf, wichtig. Rückruf, super wichtig. Ja, was ich dort noch so immer beobachte, ist dann, es fehlt an der Impulskontrolle. Na, so ein bisschen die Bindung mit dem Hund, die Orientierung am Halter, dass die irgendwo rumrennen und ja, in der Gegend rumgucken oder ihre Dinger machen, halt buddeln, spielen, schnüffeln, was auch immer. Und der Rückruf wird gemacht und der Hund guckt noch nicht mal. Das liegt an der Impulskontrolle. Impulskontrolle ist super wichtig. Sonst funktioniert der Rückruf nicht. Der Hund muss da draußen ja den Impuls unterdrücken, was er da gerade Tolles findet oder macht, tut, um zu euch zu kommen. Ja, also guckt in das Video. Ja, der Rückruf ist nicht so schwierig, aber man muss ihn konsequent, kleinschrittig genau aufbauen. Dann wird der super. Wird super. Alles gut. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss. Ach so, vergesst nicht, Like und Kanal abonnieren und teilen. Bis dann, tschüss.